Gerne starten. So, bei uns ist Georg Michael Hoffmann, einer unserer Stammspieler und geraten für den Aufstieg und er wird uns jetzt seine Partie erklären. So, ich wollte die weißen Steine gegen Großmeister Basula aus der Tschechischen Republik. Ich habe im Laufe meiner Karriere schon 4 Partien gegen ihn allein in der Bundesliga gespielt. Oh. Meine Ergebnisse waren vertreten, 15% bis jetzt. In der Öffnung. Vor allem so eine indische Verteidigung. Ganz frei und weiß. Was hatten wir eben auch schon mal? Klassische Variante, genau, haben wir heute schon gesehen. Kurz auch Horus, der Hauptmöglichkeit für Schwarzen. Geht weiß in den meisten Fällen. A3 möglicherweise auch zurecht. Von Springer F3 versucht. Jetzt macht er einen relativ seltenen Zug. Hat mir nach der Partie erzählt, dass er die Variante schon geschüttelt hat. Ich glaube, was wir in den anderen Partien gesehen haben, D5, das ist eine gute Möglichkeit für Schwarz, um eine andere Hauptsache C5 zu spielen. Ja. Der schlägt C5 schon nach 6, das ist ziemlich weit analysiert. Er spielt D6. Wahrscheinlich auch spielbare Möglichkeit, aber etwas weniger aktiv. Und jetzt hat der Weiße viele Möglichkeiten, Läufer G5, G3, A3. So, ich war jetzt auch nicht speziell auf das Variante vorbereitet. Ich war nur bekannt, dass Läufer D2 auch noch eine Möglichkeit ist. Und also die Idee von Schwarz ist eigentlich, den hier abzutauschen, nicht wahr? Aber ja, er wird das möglicherweise irgendwann machen, aber mit D6 hält er sich noch ein paar Optionen offen. Manchmal spielt er C5, vielleicht auch E5. Vielleicht wird der Läufer C8 mit B6 und Läufer B7 entwickelt. So, Läufer D2, das hat eine konkrete Idee, wenn Schwarz langsam spielt, so wie er das gemacht hat in der Partie, dann kann ich als nächstes E4 spielen und dann am Läufer steht C3 mit dem Läufer zurücknehmen und muss keinen Doppelbau in Kauf nehmen. Deshalb scheint mir eigentlich jetzt C5 mal der Zug zu sein, aber in diesem Stil, diese Stellung, die entsteht C5, A3 und Läufer A5. Die Bauernstellung ist symmetrisch, aber vielleicht hat Weiß trotzdem etwas mehr Möglichkeiten. Das kann man sich mal anschauen. Tja. So, er hat dann B6 gespielt und nach längerem Überlegen habe ich versucht, das jetzt auch komplett auszunutzen. Das scheint mir die beste Chance zu sein, auf Vorteil zu kommen. Jetzt überlege ich, ob es gesagt ist oder nicht. Und jetzt eine der Ideen ist, und dann kann es schon sehr konkret werden, wenn Schwarz C5 beispielsweise spielt, auch meine Idee, um mit E5 anzuspielen. Dann kann mir eine sehr taktische Variante entstehen. Vielleicht auch F6. C2. Dann steht F6 wahrscheinlich. Das ist eine Chance, jetzt springen die 5. Was jetzt als nächstes passiert, ob Schwarz matt gewechselt oder nicht, das ist für einen Menschen unmöglich zu sagen. Nach anderen Zügen geht es wahrscheinlich. Noch Läufer D3 und H6. Schwarz kann es verteidigen. Aber Springer G5, das sieht zumindest für das menschliche Auge sehr gefährlich aus. Das haben wir auch übereinstimmend so eingeschätzt. Deshalb hat er sich nicht getraut, C5 zu spielen, sondern ist auf eine andere Linie gekommen. Da muss er auf jeden Fall im Zentrum irgendwie Druck aufbauen. Läufer G7 wäre auch noch möglich. Mit E5 zu nehmen und auf C3 zu nehmen und Springer 4. Aber ich spiele wahrscheinlich Läufer D3 und dann ist auch nicht ganz klar, was ich als nächstes mache. Und dann ist er noch lange nachdenken, auf die Linie gekommen, E5 zu spielen. Interessant. Ja, ein interessanter Zug. Und die Frage ist, ist das ein Bluff oder nicht? Weil ich kann offensichtlich jetzt einen Bauern gewinnen. Wenn ich jetzt etwas anderes mache, nach D5 spielt er irgendeinen normalen Zug, vielleicht A5 zum Beispiel. Läufer D3 ist auch nichts Besonderes los, dann kann man eben auf D4 und Läufer besiegen. Wir bekommen eine normale Stellung. Aber natürlich das naheliegende, hier schlägt E5, kommt die Frage. Man muss zuerst schlagen. Und Springer schlägt E5. So, und die Stellung ist natürlich jetzt sehr konkret. Weiß hat einen Bauern mehr. Das Erste, was man jetzt sehen muss, war die Möglichkeit von mir 8. Wahrscheinlich nicht sehr gut. Es gibt einen Trick für Weiß.
kann man nicht einfach lange hochgehen. So ein Schlag E5 Läufer F4. Steht vorher schon auf Gewinn. Stark, ja. Vielleicht wenn man auch F4 spielt statt lange Pfahl, aber das ist noch besser. Dieser Zug funktioniert nicht. Wenn der Dame E7 zuerst spielt, dann würde F4 kommen. Und eventuell braucht der schwarze Turm die E-Linie, die haben keine Art von Gegenspiel, um E4 aufzuziehen. Der hier was ziemlich Schlaues gemacht oder möglicherweise eine bessere Chance. Läufer B7 angefangen. Was den Bauern E4 unter Beschuss nimmt. Es gibt mir aber auch zusätzliche Möglichkeiten und vielleicht habe ich jetzt tatsächlich nicht den besten Zug gefunden, sondern es sieht vielleicht etwas passiert aus, aber wer ist bei den Bauern? Das ist jetzt der beste Zug. Und jetzt muss er sich irgendwas einfallen lassen. Also vielleicht jetzt ist auch der Unterschied. Der Läufer auf D3, der kann Partien leicht angegriffen werden. Jetzt könnte der Springer nach D3 zurückgehen. Und ob Schwarz in dieser Stellung genug Kompensation hat für den Bauern, ist zweifelhaft. Ja. Der Computer wird es in der Partie. So eine Partie wurde es sehr spannend. Stattdessen, Läufer D3 sieht auf den ersten Blick gut aus. Nach Dame E7 oder Turm E8 oder Springer D7 hätte das auch funktioniert. Ich habe versucht, mehr aus der Stellung rauszuholen als mit F3. Ich möchte über F4 spielen, wenn möglich, aber seine Antwort nicht richtig gewünscht. Die ist leider erst gut. Der Springer muss nicht nach D7 gehen, sondern er kann jetzt hat Schwarz nicht nur Springer C5 als Option, sondern, das ist etwas nervig, auch Läufer D6 und Springer B4. Schon sieht man, dass diese Entscheidung möglicherweise nicht optimal ist, die Läufer nach D3 zu stellen. Aber nur, wenn Schwarz diese Aufstellung findet. Ja, hier habe ich den F3 schon nicht mehr ernsthaft in Erwägung gezogen, sondern mit meinem riskanten Spiel jetzt weiter gemacht. Okay. Was aber dabei ist der Jugend nicht zur Nachahmung empfohlen, die Aufstellung in den nächsten Zügen. Möglicherweise ist es trotzdem spielbar verweist, aber Schwarz bekommt jetzt auch einen laufenden Spiel. Lange Blockade. Okay. Also, wenn Weiß jetzt noch Springer D5 schafft, als nächstes ist alles in Ordnung. Achtung, ja, wieder F5-Frage beispielsweise. Aber ein Läufer D6 ist der kritische Zug. Ja. Das greift nicht nur den Springer an. Jetzt habe ich keine Zeit, F4 zu machen. Dann kann er nehmen und Springer B4 und würde eine Figur gewinnen am Ende. Oh ja. Deshalb muss ich jetzt den Zug antreten mit Springer F3. Man anschaut, was die weiße Pointe ist von diesem Aufbau Springer B4, da man genau einfällt, dann B1. Ja, und hier ist offensichtlich Schwarz hat doch ein besseres Spiel für den Bauern bekommen. Also der weiße Papieraufbau sieht ziemlich riskant aus. Ich glaube, er hat jetzt noch eine Zeit lang ziemlich gut weitergespielt. Trotzdem, Schwarz muss konkret etwas unternehmen, wie ich vielleicht auch A3 oder Springer D5 schaffe, wenn Schwarz irgendwas Konkretes macht. Kann ich trotzdem besser stehen mit Weiß. Und deshalb ist er nicht weiter unter Druck und Springer G4. Greift F2 an. Wenn Weiß jetzt E5 spielen würde, könnte Schwarz einfach auf D3 nehmen. Dame schlägt D3, Springer schlägt D5 und die Stellung mit dem Läufer spielen. Hätte ohne Risiko Vorteil. Also, um die Partie kompliziert zu halten, muss ich irgendwie den Bauern auf dem Brett halten. Das ist auch Turm F1. Auch nicht gerne, aber okay. Jetzt hat Schwarz wieder verschiedene Optionen. Wenn er E4 bekommt, ist natürlich auch eine Frage. Ich habe vor, weil er jetzt gerade vor, das ist noch nicht ganz klar, was weitergeht. Läufer C5. Sicherlich auch plausibel der Zug. Das ist schon wieder mit einem weiteren Trick verbunden. Man könnte meinen, dass Weiß mit Läufer E1 alles in der Gefahr verteidigen kann, was dann nach dem Läufer zieht und springt zu. Aber das wäre nicht sehr gut. Ansonsten ist es ein richtiger Zug springen.
schlägt den 3, Läufer schlägt den 3 und dann muss weiß Läufer die 2 spielen, schwarz gewinnen. Springer schlägt den 3 den Bauern zurück und steht am Ende besser. Sehr gut. Obwohl es ziemlich gefährdet steht. Den hätte er auch gesehen. Ja, ja, das war alles geplant. Deshalb Läufer G5 ist besser. So, und jetzt war meine Idee, wenn er jetzt F6 spielt. Ich würde jetzt auf G5 spielen. Und dann öffnet sich die Stelle schwarz, zwar das Läuferpaar, aber. Man schlägt die 2 und schlägt die 3. Und was dann passiert, weiß keiner so genau. Und dann, ja, das ist schon besser, was er gemacht hat, um diese Zusatzmöglichkeit nicht zu geben. Ja, und jetzt muss ich irgendwie den Bauern F2 decken. Turm D2 hat mir nicht gefallen und kann mir vielleicht F6 spielen und Turm D8. Deshalb Läufer A4. Und jetzt möchte ich vielleicht als nächstes H3 oder A3 machen und ihn irgendwie zurückwerfen. Das heißt, er muss jetzt weiter spielen. Hätte ich mal nach vorne spielen. Ja, er spielt schon nach vorne. Und hat das bis jetzt auch ganz gut gemacht. Und spielt jetzt A6. So, die Dame kommt ins Spiel, die Türme werden verbunden und außerdem ist es mit einer konkreten taktischen Idee verbunden. Was wir gleich sehen werden. Selbst wenn ich jetzt Springer D5 spiele, kommt wahrscheinlich auch die gleiche Antwort. Springer schlägt H2. So, das wird natürlich irgendwann diesen nervigen Springer loswerden. Er schlägt D3. Sieht das für einen Moment so aus, als sei die Welt in Ordnung für Weiß, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende, weil jetzt schlägt H2. Ja. Inzwischen hatten wir beide schon nicht mehr sehr viel Zeit. Ich muss wieder eine Entscheidung treffen, ob ich mit den beiden Springer ein oder Läuferpaar spielen kann. Also das sah für mich nicht gut aus, sondern meinte, das sollte vielleicht auch nicht klar. Also, dann G4, Springer I5 und Springer D7. Und es wird vielleicht kompliziert, aber. Vielleicht gibt es andere Züge, weil ich habe keine Ahnung, wie das Schwarze besser steht. So kam ein Zug auf Chance und wie sie gezeigt hat, sich das bewährt. Hier war mein Läufer auf A4 behalten und deshalb Turm A1 passiert. So, und jetzt muss ausnahmsweise mal Schwarz eine Entscheidung treffen. Und wahrscheinlich hat er die falsche Entscheidung getroffen. Okay. Also Schwarz kann jetzt relativ sicher spielen, auf einen Vorteil, der jetzt vielleicht nicht riesig ist, aber ihm vermutlich eine angenehme Stellung gibt, wenn wir mal auf F3 nehmen. Vorschlag F3 und dann auf F3. Das habe ich etwas befürchtet. Wird das Weiß nicht gelingen, eine Art Bündnisangriff aufzubauen. Ich glaube, es hat die beste Struktur und das war einfach dran. Das machst du ja nicht normal. Ich weiß nicht, wie groß der schwarze Vorteil ist, aber das sah mir unangenehm aus. Ja. Kann ich für mich. Man bietet dann aber nicht Remis an, oder? Nein, natürlich nicht. Das vielleicht erst 18 oder 19 Züge. Ach so. So, jetzt Springer G4 gespielt und diese Entscheidung war vermutlich falsch. Ich möchte die Struktur nicht verändern. Vielleicht F2 gewinnen oder Springer G5 machen. Aber jetzt bekommt Weiß Gegenchancen, weil jetzt werden auch meine Figuren plötzlich aktiv. Springer G5. Vielleicht kann man auch mit Springer D4 anfangen, aber das sah für mich besser aus. Jetzt muss Schwarz wieder eine Entscheidung treffen, Springer C7 würde die Qualität gewinnen, aber vielleicht sollte Schwarz sich von der Qualität trotzdem verabschieden. Zum Beispiel Turm R8 Spieler, die Springer C7, Dame E4 und dann hoffen. Aber ich denke, hier steht Weiß. Man kann Weiß zumindest nicht schlechter stehen. Jetzt ist ein Zug gemacht. Da liegt zwar C7, aber es verwirrt ein wichtiges Tempo und jetzt kommen plötzlich alle weißen Figuren ins Spiel. Springer D4. Tja. Ich
Springer stehen da sehr schön. Wundersamerweise plötzlich alle weißen Figuren richtig und der schwarze Läuferpaar spielt hier auch in dieser Stellung keine Rolle. Ich gehe nach Läufer D4, stehen wir auch ziemlich schlicht für Schwarz. Das ist einfach so, dass das 6 macht. Jetzt geht der Springer nach F5. Keine Drohung? Ja, keine Zwischendrohung. Eine Springergabel auf E7. Nach Turm E8 kommt wahrscheinlich auch F3. Und jetzt hat er sich Lolenz Wolenz dazu entschieden, einen von den Störungen zu vernichten auf D5. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein Erfolg. Aber so ist nach E-Schlag E5. Wenn ich vielleicht über E5 komme, dann springe ich C4. Aber was gibt es jetzt? Auch die weiße Struktur verbessern. Potenziell wird Schwarz auch in Endspielen jetzt eine Schwäche in der C-Linie. Außerdem kein aktives Spiel mehr. Und Weiß hat außerdem auch Angriffschancen auf Königsflügel. Um die Chance abzuwehren auf G7. Und F3. Okay, ich weiß nicht, ob die das zum Zug geben, aber das sieht natürlich raus. Und das möchte ich jetzt am Königshöhle spielen. Das Zentrum wird befestigt. So, der Springer E5 würde einfach damit C2 kommen. Und die Frage ist, was macht Schwarz als nächstes? Das ist wahrscheinlich so ein sehr unangenehm. Da war auf G6. Steht auf die Dauer da auch nicht sehr gut. Also nächste im Ziel ist ein Schmerz kommt von dabei. Wenn das Schwarz sich etwas einfallen lassen, dann vielleicht zu Recht entschieden, aus praktischer Sicht inzwischen. Wir hatten vielleicht beide noch 3 Minuten für den Rest der Partie für Zerzöger oder so. Springer H6 mit Renier im Gebot, aber weiße Stellungen stehen natürlich jetzt schon so gut aus, dass man erstmal weiterspielen kann, ohne nachzudenken. Die einzige Chance ist jetzt. Er findet jetzt immer seine beste Chance. Und trotzdem, die weiße Stellung ist besser. Muss besser sein. Ich will eins. Und dann wieder. Okay, jetzt abweist die angenehme Wahl zwischen einem besseren Endspiel und einem besseren Mittelspiel, aber meine Intuition sagt mir, dass hier nach wie vor gute Angriffschancen bestehen. Und gerade im Zeitnot sollte man dann auch versuchen nachzusetzen. Okay, aber die Stellung des Bandes schlägt die 3 Läufe, jeder ist wahrscheinlich auch besser für Weiß. Aber ich wollte nicht mehr rausholen, dann F1. Ja, interessant. Und ihn mal setzen. Ja, vielleicht Turm D3, F4 und dann den Turm überschwenken. So. Unter Umständen, aber im Prinzip möchte ich irgendwie H7 oder G7 angreifen und mal setzen. Ja. Und er braucht dringend eine Figur, die ihn verteidigt, ist auf Läufer D6. Wahrscheinlich der beste Zug. Okay. Wir haben jetzt beide sehr wenig Zeit, schwer zu sagen, was der beste Zug ist. Vielleicht sofort Dame G2, damit von den Türmen nach G1 gehen kann. Dame H3, das ist vielleicht ein zu einfacher Ansatz. Ja, er hätte jetzt die Nerven behalten müssen wahrscheinlich und Läufer E5 spielen. Danach ist es mir nicht hundertprozentig klar, wie es weitergeht. Stellung sieht nach wie vor besser aus, man weiß, aber er hat jetzt hinten eine Gegenraum mit Dame E2 nicht aufpassen lassen. Zum Beispiel Läufer E7 wäre ein lustiger Versuch. Schwarz kann nicht nehmen, weil der Turm König das Fluchtfeld verschmiert. Ja, genau. H6, F6, F6. F6, ja. Oder am Ende Dame E2 kommen. Mal schaut in die Röhre. Also, wenn es sehr dumm läuft, kann man auch selber noch mal gesetzt werden. Ich denke, Läufer E5 war auf jeden Fall der bessere Zug. Ich habe einen automatischen Antwortzug H6 gemacht. Und jetzt bin ich wahrscheinlich an einer sehr guten Möglichkeit vorbeigegangen. Aber wie gesagt, wir haben beide kaum Zeit. Man muss jetzt irgendwie ziehen, seine Intuition folgen. Vielleicht wäre jetzt Turm H oder DB1 eine gute Chance gewesen.
Mit Läufer hier, F6 oder was? F6 und auch Läufer F6. Läufer F6, besser. Mit Läufer G5, das wäre eine Idee, um ihn mal zu setzen, F6. F6 sehr mächtig, nach G5 kommt. Läufer stellt G5, und Dame A6 und gewinnt. Ja, genau. Dame E2 in der Stellung gewinnt. Und nach G6. Ja, dann das. G6 mit dem Turm G6 kommt. Und dann damit die 7. Okay, das kann man auch relativ leicht übersehen in der Zeit. Und deshalb war Dame A3. Und direkt Dame E2? Ohne G6? Kann sein, natürlich, dass Dame E2 ein Problem ist. Die 1 er hängt ja. Schach, 7 Schach. Vielleicht gewinnt jetzt Turm F7. Mit der Dame Schach. Ja. Turm opfern der Dame Schach. Vielleicht gibt es ein K8. Er sei da. Hast du Dame? Jetzt kann man zum Not Dame F2 spielen. Kann man tauschen. Du hast einen Baum schon schön. Ja. Turm hängt. Achso. Ja, wieso hängt der Turm? Auf D1. Ja, stimmt, der hängt. Also die Idee von D2. Und D8 und so. Mach mal einen Sieg, selbst hier, ja. Die Situation war immer noch zu kurz klar. Ja. Der Computer wird vielleicht irgendeinen Gewinn zeigen, aber für uns war das unmöglich, alles auszurechnen. Also vielleicht muss man auch den anderen Turm nach G1 stellen und dann damit auf der B2 zu machen. Aber was man zum Beispiel dann auch, geht das nicht mit von mir vor, das kann sein, was das gibt. Naja, das ist jetzt wie gefällt. Weil jetzt kann ich seine Gegenproben abwehren. Dann kannst du auch decken, den Turm kannst du decken. Dame kann ja. Okay, aber die Entscheidung müsste jetzt gefällt werden. Eine schwierige Zeit, Turm G1 war wahrscheinlich sehr chancengleich. Ich habe stattdessen Dame G2 gemacht. Und dann kam Läufer E5. Jetzt hatte ich den Eindruck, dass es schief gelaufen war. Und inzwischen mit nur noch 30 Sekunden auf der Uhr. Ja, die kam ziemlich schnell rüber. Hast du dann danach direkt gesehen, dass du vielleicht eine Chance gehabt hättest mit Turm G1? Ja. Ja, ein Zug eher, das wäre die bessere Zugreihenfolge gewesen, aber muss ich dann auch noch entscheiden, welchen Turm. Das war wirklich nicht so einfach. Also die Stellung sieht auf den ersten Blick riesig aus, aber der Läufer E5 ist wahrscheinlich zumindest zeitlang auch erstmal G7. Man muss ständig auf irgendwelche Gegenangriffe gehen. G2 aufpassen, mit 20 Minuten auf der Uhr gewinnt man das vielleicht noch weiß, aber mit 2 oder 3 Minuten sieht die Sache anders aus. Ja, okay. Ja, danke für die Analyse. Gut.